diese Lightning Talks, die haben den Charakter eines Feuerwerks an Wissen und Informationen. Sie werden aufgezeichnet, damit Sie sich das in Ruhe noch einmal anschauen können später. Fragen, Bemerkungen können Sie in den Chat schreiben. Das wird dann später, kann ich schauen, an wen richtet sich die Frage. Ich kann das verteilen. Im Lightning Talk selbst werden die kaum Möglichkeit haben, jetzt auf Fragen direkt einzugehen. Es reiht sich einfach ein Beitrag an den anderen. Lassen Sie sich inspirieren. Und mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht sagen, sondern dem ersten Beitragenden das Wort geben. Und wie bei einer Staffette geben Sie den Staffelstab dann die Referentinnen und Referenten einfach weiter und werden Sie vom nächsten Beitrag inspiriert. Vielen Dank und viel Spaß. Ja, ich freue mich, dass ich das Feuerwerk starten darf. Guten Tag in die Runde. Mein Name ist Maximilian Lude. Ich vertrete die Tomorrow University of Applied Sciences, eine recht neue Universität, rein digital, challenge-based, und wir haben viele neue Ansätze. Ich selbst bin dort Professor für Innovation und Strategie seit Oktober 2023, nebenher selber noch Unternehmer. Da schlage ich dann gleich auch die Brücke, was das Ganze mit unternehmerischem Denken zu tun hat. Die nächsten 4 bis 5 Minuten würde ich Sie gerne mitnehmen auf eine Reise zum Thema Future-Proof Leadership. Wie kommen wir auf diese neuen, ich nenne es hier mal, Skills für Triple Bottom Line Impact? Ich möchte starten mit einem Thema, das wir natürlich in Hochschulen vermehrt Generationsdiskussionen führen. Viele sprechen von Generation Z. Ich selbst persönlich bin der Meinung, dass diese Generationsbashing-Thematik völlig fehlplatziert ist. Wir sprechen altersunabhängig zurzeit von einer, ich nenne das jetzt mal Generation T. T steht in diesem Fall für Transition. Wir sind eine Generation Veränderung. Alle, die wir hier sitzen, egal welchen Alters. Warum Veränderung? Ich glaube, die Veränderung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist tatsächlich die größte Challenge, die wir als Welt derzeit vor uns haben. Und ich könnte da so ein paar Beispiele geben zur Einführung, die wahrscheinlich für viele nicht neu sind. Hätte ich als Innovationsprofessor vor 10 Jahren Vorträge zu neuen Technologien gehalten, wäre ich um 3D-Druck nicht umhergekommen. Ja, 10 Jahre später haben wir Unternehmen, die 3D-drucken ganze Häuser. Wir haben Startups in Israel, die 3D-drucken Fleisch, ohne dass ein Tier stirbt. Wir haben eine wahnsinnig schnelle Entwicklung von Technologien. Ein schönes Beispiel, das ich noch mitgebracht habe, als ich 2011 Siri gefragt habe, hey Siri, call me an ambulance, war 2011 die Antwort von Siri, sure, from now on I call you an ambulance. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, um zu verdeutlichen, wie schnell und zwar exponentiell unsere Technologien sich entwickeln. Das ist mittlerweile einfach Fakt. Fakt ist auch, dass wir als Menschen nur linear denken. Und wenn wir versuchen, eben uns zu entwickeln, klafft genau diese Spalt auf. Das heißt, wir müssen auch im Bildungssystem was ändern, um diesen, ich nenne das hier mal Exponential Growth Surprise Factor der Zukunft irgendwie handelbar zu machen. Das heißt, der Anspruch von Bildung, den wir bislang hatten, funktioniert einfach so in dieser Welt nicht mehr, die sich nicht nur verändert, die Welt hat sich schon immer verändert, die sich in einer Geschwindigkeit verändert, die wir bislang noch nicht hatten. Und es gibt ein schönes Zitat von Justin Trudeau, der hat einmal gesagt, "The pace of change has never been this fast, yet it will never be this slow again." Und genau deshalb geht es darum, sich zu hinterfragen, welche Skills brauchen wir für die Zukunft. Um nur ein paar zu nennen, geht es mir hier um Digital Literacy, also diese Grundkenntnisse im Bereich Digital, die Grundkenntnisse, Fähigkeiten im Bereich Nachhaltigkeit. Es geht um Entrepreneurial Thinking, es geht um Resiliency, nicht zu verwechseln mit Widerstandsfähigkeit, sondern tatsächlich die Adaptionsfähigkeit. Und es geht um kritisches Denken. Und das ist bei Gott nicht alles, aber wenn man diese Liste hier anschaut, sind es definitiv andere Listen, als sie noch vor 4, 5, 10 Jahren waren. Ich möchte jetzt besonders, weil ich es selbst an der Universität bei uns auch lehre, auf das Thema Entrepreneurial Thinking die letzten 2 Minuten eingehen. Entrepreneurship, Unternehmertum. Man versteht darunter jetzt gemeindeutsch eine Person, die ein Unternehmen gründet oder besitzt. Da möchte ich von weggehen. Es geht mir hier um eine Denkhaltung, die, und jetzt referenziere ich auf Josef Schumpeter, sehr eng verknüpft ist mit dem Thema Innovation. Also laut ihm war ein Entrepreneur, ein Unternehmer immer ein Innovator. Deshalb gibt es auch dann den Begriff Intrapreneurship, also unternehmerisches Denken im Unternehmen. Dazu gibt es viel Theorie, von Theorien wie Effectuation bis andere Themen. Ich möchte aufgrund der Zeit hier eine Kompetenz rausstellen im Bereich unternehmerisches Denken. Und jetzt steht hier einfach so plakativ, never waste the opportunity offered by a good crisis.
Es geht nämlich am Schluss um Opportunity Recognition. Das ist ein sehr wichtiger Skill innerhalb des ganzen Frameworks Entrepreneurial Thinking. Opportunity Recognition, Opportunitäten zu sehen, dafür braucht es Netzwerk, dafür braucht es eine andere Art von Lernen. Ich meine, über 50% der Fortune 500 Companies sind in Krisenrezessionen gegründet worden. Das heißt, wir an der Tomorrow University haben ein anderes Skillset entwickelt. Wir haben einen anderen Ansatz entwickelt, Themen beizubringen. Warum? Weil wir glauben, die Zukunft baut darauf, auf sich vernetzte Individuen, die quasi ein kontinuierliches Lernen haben. Und zwar ein Challenge-Based Lernen mit Community-Ansatz. Das heißt, das Lernen ist asynchron über eine App, Challenge basiert. Jede Kompetenz wird sozusagen auf Basis von Real-Life-Challenges gelehrt, um direkt diesen Impact zu haben. Und dann trifft man sich wieder an unserem digitalen Campus im Metaversum für Austausche, für die Community etc., um eben die Changemaker von morgen auszubilden mit all diesen Skills, die diese Welt braucht, die sich immer schneller verändert. Jetzt bin ich genau bei 5 Minuten. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich darf an meine nächste Rednerin Dagmar weitergeben. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Genau, kleine Anmerkung. Ich sehe, mein Kollege Jan hat seine Kamera schon angeschaltet, weil ich glaube, die Kameras wurden gerade ausgeschaltet. Aber wir wollen ihn natürlich auch sehen, wenn er spricht. Ich teile mal meinen Bildschirm und hoffe, dass das so funktioniert. Jan, an dich. Denk doch mal an die Zukunft. Zum Future or Futures Thinking in der Lehrerinnenbildung anregen möchten heute meine Kollegin Dagmar Marie Benincasa und ich. Beide arbeiten wir am Zentrum für Lehrerinnenbildung der Universität zu Köln. Futures Thinking in der Lehrerinnenbildung ermöglichen wir aktuell unter dem Dach unserer Erasmus Plus Teacher Academy TEF, Teacher Education for Future in Flux. Gemeinsam mit 10 europäischen Universitäten, 5 Weiterbildungseinrichtungen, 6 Partnerschulen arbeiten wir aktuell in 9 Arbeitspaketen an Future and Futures Thinking. Die Ausbildung dieser Future and Futures Literacy ist für uns der rote Faden aller Arbeitspakete von TEF. Mit unseren Angeboten und Events sprechen wir Studierende, Referendarinnen und auch aktive im Beruf seiende Lehrkräfte gleichermaßen an. Futures Thinking in allen 3 Phasen der Lehrkräftebildung, das heißt in der Ausbildung Phase 1, im Referendariat Phase 2 und in der sogenannten Fort- und Weiterbildung Phase 3. Um mal ein konkretes, greifbares Produkt zu nennen, arbeiten wir an einem großen Forschungsprojekt unter der Leitung der Universität Helsinki, in dem wir alle 3 Gruppen, sprich Studierende, Referendarinnen und aktive Lehrkräfte, zu ihrer Vision von Schule im Jahre 2025 befragen und das an fast allen 10 europäischen Standorten. Futures Thinking oder Future Thinking muss übersetzt werden und greifbar sein für alle unsere Teilnehmerinnen und Interessierten. So können Studierende, Lehrkräfte, Referendarinnen aus einem breiten Portfolio, ihr seht es auf der linken Seite, an Lernmöglichkeiten auswählen. Hierzu zählen digitale Lernmodule, hybride Kompaktseminare an unterschiedlichen Orten in Europa, Makerspaces, Online-Seminare, und auch, der Fokus des heutigen Vortrages, Ideathons. Und damit übergebe ich an Dagmar. Genau. In unserem Projekt war von Anfang an, neben den anderen Lernmöglichkeiten, die man hier sehen kann, eben auch der Educational Ideathon eingebaut. Den haben wir dann umbenannt in das Format TEF Educathon. Und wie alle TEF Learning Opportunities handelt es sich dabei um ein phasenübergreifendes Format. Jan hat es gerade schon gesagt, alle 3 Phasen der Lehrerinnenbildung sollen hier beteiligt sein. Das heißt, in der Regel haben wir Gruppen aus Lehramtsstudierenden, ReferendarInnen, praktizierenden LehrerInnen oder eben auch anderen AkteurInnen, wie zum Beispiel QuereinsteigerInnen. Das Prinzip des TEF Educators ist eigentlich ganz einfach. Eine Challenge mit Zukunftsbezug, das heißt, eine Challenge, die die Zukunft der TeilnehmerInnen, aller TeilnehmerInnen konkret beeinflusst. Ein Tag bzw. ein Zeitraum, ein Set an Leitlinien und eine quasi Materialbox, um eben möglichst viele Stimmen und Perspektiven anzuregen und zu hören während dieses Events und dann kollaborativ neue Formen des Lehrens und Lernens zu erproben. Und hier ist alles, was man dazu braucht. Und das ist in unserem Fall jetzt gewesen eine Hauptmoderation, das heißt unterstützt durch eine PowerPoint-Präsentation
eine Moderationslinie, die zu jeder Zeit allen TeilnehmerInnen Orientierung gibt, einen Input zum jeweiligen Educator-Thema, also zur Challenge, ein Ort für kollaborativen Austausch, meistens digital, das heißt zum Beispiel ein Miro-Board oder ein Padlet, und Arbeitsmaterial, das sowohl digital wie auch analog zur Verfügung gestellt werden kann und das so allgemein gestaltet ist, dass es auf jedes Thema, auf jede Challenge im Prinzip anwendbar ist. Dazu gab es außerdem noch ein Playbook, also quasi eine kurze Anleitung für die GruppenleiterInnen mit Informationen zum ungefähren Ablauf, zu ihrer Rolle als GruppenleiterInnen, zur Vorbereitung und so weiter. Der Ablauf des Educathons orientiert sich dann am Design-Thinking-Ansatz. Dafür habe ich heute nicht genug Zeit, um da ins Detail zu gehen. Ich hoffe, dass es die meisten von euch einfach schon gehört haben. Wir haben das ganz rudimentär runtergebrochen auf die drei Phasen Why, How und What. Das heißt, man beginnt mit einer Erkundungsphase, in der dann so die jeweilige Challenge definiert wird und die Probleme, die damit zusammenhängen. Daraufhin folgt eine angeleitete Ideenfindungsphase, bei denen die TeilnehmerInnen nochmal konkret zum Future Thinking angeregt werden. Und wir enden mit Pitches, wo dann eben Lösungsansätze präsentiert werden. Und daraus, aus diesen Pitches, wird auch am Ende ein Gewinner gekürt. Kurz nur als Einblick, unser erster TEP Education fand im März jetzt statt. Da hatten wir die Challenge Teacher Shortage in Europe, also auch etwas, was sich ganz klar nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf die Zukunft bezieht. Wir hatten 6 teilnehmende Länder und am Ende 10 Pitches von SchülerInnen, aber eben auch von ProfessorInnen aus ganz Europa. Und wie man hier noch kurz sehen kann, das Feedback war auch sehr gut dazu. Das heißt, wir machen den nächsten Educathon jetzt im August zum Thema Teacher Wellbeing. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann geht doch bitte auf unsere Webseite. Da könnt ihr euch weiter informieren oder schreibt uns direkt an oder nutzt einen unserer Social-Media-Kanäle. Denn da findet ihr aktuell auch Werbung für andere Learning Opportunities, die so stattfinden dieses Jahr. Zum Beispiel ein maritimer Makerspace hier bei uns in Köln. Und das war's. Ich gebe weiter an den oder die Nächste. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe notiert, das sind Zoe und Veronika die Nächsten. Und wenn du, Dagmar, noch den Link rein in den Chat schreiben möchtest, das wäre auch eine Option, dann finden sie Leute oder sie warten, bis sie die Folien haben. Ganz up to you. Die Bühne frei für den nächsten Beitrag. Hallo, mein Name ist Veronika Pöhnl von Uni Konstanz. Ich bin heute mit meiner lieben Kollegin Zoe Wolter hier, die jetzt nicht mehr an der Uni Konstanz ist, sondern wirklich voll und ganz bei Coral 8. Wir möchten unsere Kooperation vorstellen unter dem Titel oder mit unserem Ziel Data Literacy auf die Straße bringen mit flexiblen Strukturen und kreativen Kooperationen. Ja, herzlich willkommen auch von mir zu unserem Talk. Es geht um Daten und die Arbeit mit Daten kann manchmal ein ziemlich einschüchterndes Thema sein. Während schon irgendwie klar ist, dass es um viel Statistik geht, ist die ganze Methodik von der Sammlung bis zur Speicherung, Auswertung und Visualisierung von Daten ganz schön anspruchsvoll. Und zugegebenermaßen manchmal auch einfach ganz schön trocken. Dabei kann man mit Daten ziemlich viele tolle Sachen machen und das bereits auch schon im Studium. Datengetriebene Optimierungsprozesse zu sehen, zu entwickeln und umzusetzen, kann dabei helfen, tolle Projekte sehr hilfreich zu unterstützen. Um das zu beweisen, haben sich in Konstanz am Bodensee 2015 ein paar datenbegeisterte Studierende zusammengetan und daraus ist mittlerweile der Verein Correlate gewachsen und thematisch kamen immer mehr Projekte auf allen Ebenen. Vom Kleinstart eines Bienenvolkes zu Verkehrserhebungen in der Region bis zu großen deutschlandweiten Befragungen haben Freiwillige bei Correlate Prozesse analysiert, gute Data Workflows entwickelt und implementiert und damit gemeinnützige Projekte dabei unterstützt, das, was sie tun, schneller, besser, manchmal mit weniger Ausfällen, manchmal mit mehr Impact und Wirkung zu tun. Und damit alle mitmachen können, die sich für das Thema engagieren möchten, veranstaltet Correlate regelmäßig Workshops und Schulungen und bietet sogar 2 größere Online-Kurse für die Zivilgesellschaft. Angehende Data Scientists und Studierende aus verwandten Gebieten, aber auch engagierte Freiwillige aus ganz anderen Richtungen mit Interesse am Thema können sich hier fit für interessante Projekte machen. Und als an der Universität Konstanz mit dem Advanced Data and Information Literacy Track, kurz der ADLT, gegründet wurde, ein übergreifendes studienbegleitendes Programm für Daten- und Informationskompetenz, wollten wir unbedingt zusammenarbeiten. Aus dem universitären Programm können Studierende ganz verschiedene Veranstaltungen von den Grundlagen der Informatik und Datenverarbeitung, empirische Methoden, Recherche, Visualisierung bis hin zu ethischen und rechtlichen Grundlagen und Reflexion der gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung auswählen. Coral 8 ist für uns der perfekte Partner, um dann ihre neu gewonnene Daten- und Informationskompetenz direkt auch auf die Straße zu bringen und sich einzusetzen für soziale Zwecke, Umweltschutz und bessere Lebensqualität.
Dabei gewinnen alle Beteiligten. Studierende lernen den Nutzen und auch den Aufwand für datengestützte Prozesse im echten Leben kennen und können dabei auch noch Punkte für ihr Studium sammeln. Gemeinnützige Projekte erhalten wertvolle Unterstützung bei der Gestaltung ihrer Prozesse, die sie sich sonst vielleicht nicht hätten leisten können. Damit erreicht der Coral 8 e.V. und ADELT ein gemeinsames Ziel, und zwar die Bildung von Studierenden im Bereich Data Literacy, durchgehend von der Universität bis auf die Straße, und das mit Mehrwert für alle. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns ansprechen. Coral 8 ist Netzwerkpartner, ist auch komplett durchgängig durchs Festival erreichbar. Wir sind gerne auch im Anschluss noch an den Netzwerktischen, insbesondere zu Fragen, wie man das formal an den Universitäten regeln kann, welche Formatideen wir bereits entwickelt haben und auch in Zukunft noch zusammen durchführen wollen. Wir wünschen auch viel Freude bei unserem weiteren Feuerwerk und sehen uns dann hoffentlich später noch. Und auch vielen Dank. Tina und Clara. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag KI im Quadrat, Deep Dive Reflexion durch KI und E-Portfolios. Mein Name ist Christina Stollen und zusammen mit unserer Studentin Chiara Enderlein stellen wir Ihnen heute eine Möglichkeit vor, wie Sie die Reflexionskompetenz Ihrer Studierenden mit E-Portfolios und KI-Tools stärken können. Jetzt vorneweg die Frage, was ist denn überhaupt ein E-Portfolio? Ein E-Portfolio ist eine digitale Sammelmappe, in der die Studierenden die Inhalte der Vorlesung sammeln können, mit verschiedenen digitalen Medien das E-Portfolio anreichern können und das zum Beispiel zu Prüfungszwecken dann mit dem Bewertenden teilen und somit auch die Kompetenzentwicklung betrachtet werden kann. Aber Chiara, erzähl doch mal, wie war das denn bei euch in der Vorlesung? Ja, genau. Also auch hallo von meiner Seite und vielen lieben Dank für die Frage, Christina. Also um das Ganze jetzt mal so ein bisschen zu verstehen, habe ich mal den prototypischen Ablauf von so einem Portfolio mitgebracht, nämlich Templates, Umsetzung, Reflexion. Aus Zeitgründen springen wir jetzt ganz schnell über die ersten beiden Punkte drüber hinweg. Man kann sich das so vorstellen, dass man einfach jede Woche bei der Lernveranstaltung quasi die gleiche Art und Weise eines Portfolios einreichen muss. Das heißt, immer der gleiche Aufbau, nur mit verschiedenen Inhalten. Ich habe das so gemacht, um es ein bisschen effizienter zu machen, dass ich mir sowohl auf Mahara, unsere E-Portfolio-Plattform, als auch auf Canva, einer Grafikverarbeitungsplattform, Templates für jedes Fach erstellt habe, was ich dann einfach nur noch copy-pasten muss. Und wie man jetzt auf der nächsten Folie sehen kann, in der Umsetzung dann wirklich einfach nur noch die Inhalte von der jeweiligen Vorlesung eintragen musste. Und so ging der Workflow einfach wirklich super viel schneller. Aber da können Sie dann auch gerne später nochmal dazu fragen. Wir springen jetzt direkt zum wichtigsten Punkt, dem Herzstück des E-Portfolios, nämlich der Reflexion. Und wie unser Titel von unserem Pitch ja schon sagt, KI im Quadrat, ist das nämlich auch eine super Möglichkeit, KI einzusetzen und damit die neuesten Technologien. Und wir an der OTH Amberg-Weiden verwenden hier sehr gerne den sogenannten Riffbot. Wie man hier im Video ganz gut erkennen kann, ist es sozusagen ein Chatbot, mit dem man einfach Gespräche führt. Man gibt Riff sozusagen ein Thema, über das man reflektieren möchte, beispielsweise über das man eben das Portfolio heute geschrieben hat. Und Riff stellt einem dazu dann Fragen. Und das sind auch wirklich nicht irgendwelche oberflächlichen Fragen, sondern richtig tiefgehende Fragen, wo man seine grauen Zellen mal so richtig in Anspruch nehmen muss, was letztendlich ja auch das Ziel von einer Reflexion ist. Und danach, der zweite Teil mit KI-Einsatz, dafür springen wir wieder in Canva, das ist im anderen Video zu sehen. Dort und auf vielen anderen Plattformen auch gibt es ja die Möglichkeit der Text-to-Speech-Generierung mit KI-Unterstützung. Und diesen Output von dem Gespräch mit Riff, also den Chat, den kann man dann einfach noch in Sprache umwandeln, wenn man das möchte, beispielsweise noch eine Animation drunter legen, wie hier zu sehen. Und dann kann man quasi daraus so ein richtig schönes, abgebildetes Gespräch machen, was man dann seinem Dozenten zur Verfügung stellen kann. Und das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Wie sowas. Hallo Riff, ich würde heute gerne über meine Lerneinheit zum Konnektivismus reflektieren, welche ich im Fach Multimediadidaktik meines Masters absolviert habe. Es klingt, als hätten Sie ein spezifisches Thema, das Sie näher betrachten möchten. Genau, das hat man jetzt sehr, sehr schön gesehen, wie das eben aussehen kann. Das war beispielhaft für eine Vorlesung, die ich im letzten Semester besucht habe und wo ich diese Methode eben angewendet habe. Und jetzt kommen wir auch eigentlich schon zum letzten Teil, nämlich einem komplett Resümee von diesem ganzen E-Portfolio Geschichten. Und da stellt man sich natürlich erstmal die Frage, ist das wirklich so cool? Wie alle sagen, ist es den Hype wert? Und da muss man natürlich ganz transparent sagen, wie jede andere Methode auch, hat auch das E-Portfolio Vor- und Nachteile. Gerade zu Beginn kann es ein bisschen schwierig sein. Es ist neu, es ist ungewohnt, man kennt es ja. Wir wollen es auch nicht beschönigen, es ist sehr zeitaufwendig. Aber ich denke, wenn man aufgeschlossen ist für Neues und sich darauf einlässt,
kann man dieser Methode als Prüfungs- und Lernmethode wirklich eine Chance geben? Und da kommt mir dann auch direkt der erste positive Punkt in den Sinn, nämlich man durchlebt einen extremen thematischen Deep Dive. Denn die Inhalte muss man ja nicht einfach nur ausarbeiten und aufbereiten für das Portfolio, sondern man reflektiert auch noch drüber. Fragt sich zum Beispiel, was besonders leicht und schwer war. Und dadurch bleiben die Dinge auch wirklich, wirklich gut hängen. Der größte Pluspunkt für mich ist aber die Kreativität. Gerade in Studiengängen wie bei uns mit einem Master of Engineering kommt die nämlich oft zu kurz. Und da freut es mich einfach, dass man da Zeit dafür hat. Und was natürlich auch noch toll ist, ist der Einbezug von neuesten Technologien wie KI, was eben auch der Grund für unseren Pitch heute ist. Genau, und wenn wir Sie nun für die E-Portfolios und den Einsatz von E-Portfolios in Ihrer Lehre begeistern konnten, dann gehen Sie gerne den Weg und scannen den QR-Code oder gehen den Link unten ein, weil der führt Sie zur Anmeldung zu unserem Starter-Kit, in der verschiedenste Medien wie Tutorials, Web-based Trainings und weitere Materialien hinterlegt sind, die Ihnen beim Einsatz des E-Portfolios in der Lehre helfen. Und wenn Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns auch gerne via E-Mail. Wir bedanken uns, stehen beim Netzwerktisch gleich zur Verfügung und geben weiter an unsere Nachredner zum Thema Future Skills im dualen Studium erlernen. Jörn? Genau, das muss jetzt funktioniert haben. Perfekt. Ja. Dann danke für die Übergabe des Staffelholzes. Genau, ich heiße Jörn Allmann. Ich bin akademischer Mitarbeiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und ich erzähle euch die nächsten 5 Minuten von unserem Konzept, wie wir eben versuchen, das Thema Future Skills eben in die Hochschule zu integrieren. Bevor wir anfangen, vielleicht noch ganz kurz etwas zu unserer Arbeitsgruppe. Wir sind von der Arbeitsgruppe Next Education. Unsere ganze Projekte, unser ganzer Themenbereich beschäftigt sich eben damit, mit dem Thema Future Skill, mit der Transformation von Bildungsinstitutionen, mit der digitalen Transformation von Bildungseinrichtungen. Und bevor wir jetzt nochmal näher darauf eingehen, wie wir das Thema Future Skills integrieren, noch eine kurze Definition von dem, was wir unter Future Skills verstehen. Das sind eben Kompetenzen, die es Individuen erlauben, in hochemergenten Handlungskontexten, also in Kontexten, die wir noch nicht kennen, eben selbstorganisiert komplexe Probleme lösen zu können und dabei eben handlungsfähig zu sein. Das ist auch das Future Skill Modell, auf das wir uns beziehen, mit 17 verschiedenen Future Skills, auf die ich jetzt nicht alle eingehen werde. Genauso wird es in den Grundlagen. Und das Thema Future Skills ist eben schon, oder generell 21st Century Skills, 4K Skills, ist ja eigentlich sehr verbreitet auch in der Hochschule. Aber oft ist der Fall, dass es eben eine Art Add-on ist auf das Curriculum. Und unser Ansatz eben, unsere Idee ist, dass das Ganze eben integriert wird in das Curriculum und in das Studium. Das Projekt, in dessen Rahmen eben das Ganze entstanden ist, heißt DirkDual, digitales Reflexionstool zur Kompetenzentwicklung. Und unsere Idee ist eben, diese Theorie-Praxis-Lernerfahrung im Studium, also zwischen Theorie und Praxis, zu vertiefen, diese selbstgesteuerte Kompetenzentwicklung stärker zu verzahnen. Da wollen wir auch ein E-Portfolio verwenden, von der habe ich auch eben beim Lightning Talk davor begeistert zugehört. Genau, wir wollen generell ein Future Skill Programm einfügen, sodass Studierende am Ende auch sagen können in ihrem Zeugnis, dass sie auch einen Beweis haben dafür, eine Evidenz, was sie schon alles gelernt haben. Also beispielsweise, ich kann gut kommunizieren, ich kann gut im Team arbeiten. Dass generell dieser studentische Reflexionsprozess eben auch unterstützt wird, nicht nur punktuell, sondern eben über den gesamten Student Lifecycle vom 1. bis zum 6. Semester. Und eben so eine Art regelmäßiges Feedback von den Studiengangsleitern, von Peers oder von den Ausbildungsleitern. Das Ganze sieht so aus, einmal als Konzept, als Schaubild zusammengefasst, wie schon gesagt, vom 1. bis zum 6. Semester soll das eben ein integratives Gesamtkonzept sein. Zu Beginn gibt es eben verschiedene Future Skills Workshops, auf die ich gleich nochmal explizit eingehen werde, darauf aufbauend gibt es verschiedene Materialien wie Lerneinheiten, ein E-Portfolio, das eben diesen Reflexionsprozess unterstützen soll. Unser gesamtes Konzept ist auch sehr reflexionsbasiert, sehr stark auf Peer-Reflexion und Peer-Feedback auch aufgebaut. Und genau, der Workshop, den ich eben schon erwähnt hatte, den ich auch gleich näher erläutern werde, der besteht eben aus 3 Teilen.
dass Studierende zuerst Future Skills kennenlernen, so auch eine Definition von Future Skills haben, ein Bewusstsein dafür entwickeln, was Future Skills überhaupt sind, dann im nächsten Schritt eben ihr eigenes Future Skill Profil erkunden und entdecken und eben für sich auch bedeutsame Future Skills identifizieren und herausfinden, dann diese Future Skills eben mit eigenen Erfahrungen verbinden und im nächsten Schritt eben, ja, ihre eigene Future Skills Learning Journey starten. Für die Workshops haben wir verschiedene Materialien entwickelt. Wir haben doch so einen, sag ich mal, spielerischen Ansatz teilweise. Beispielsweise unser Future Skills Kartenspiel, wo es auch verschiedene Spielmodi gibt, beispielsweise Tabu, um mal die Kompetenzen kennenzulernen oder eben auch Karten, die mehr, sag ich mal, in eine, ja, Peer-Reflexion, kollaborative Austauschsituation eben gehen. Wir haben beispielsweise auch einen, ja, Future Skill Kompass, den wir erstellt haben, wo es eben darum geht, ja, das eigene Profil zu entdecken. Und genau, das Ganze haben wir auch evaluiert. Wir haben insgesamt 55 Workshops durchgeführt, haben jetzt eine Stichprobe von 744 Studierenden. Und ich will noch zum Abschluss eben ein, zwei Erkenntnisse in Grafikform zeigen, die wir jetzt auch daraus geschlossen haben. Also man sieht ja auch, dass viele Studierenden am Anschluss gesagt haben, dass es hilfreich war, Future Skills kennenzulernen, die eigenen Stärken auch zu bestimmen und eben auch für sich persönlich was mitnehmen konnten. Und was auch ganz interessant ist, dass, was wir so aus Implikationen oder auch als so erstes Ergebnis mitnehmen können, ist eben, dass Studierende sehr gerne an weiteren Lernangeboten teilnehmen würden, wenn sie denn ins Studium integriert werden. Und eben auch sogar 12% würden darüber hinaus noch an weiteren Angeboten teilnehmen. Genau, ich glaube, zeitlich bin ich wahrscheinlich so ziemlich auf den Punkt. Und daher würde ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit und das Zuhören und würde dann weitergehen. So, das ist ein schöner Übergang, denn genau, wir beschleunigen die Umbaupause. Ich grüße übrigens aus Berlin von der Mainstage hier, da sitze ich in so einem Dolmetscherkabinchen, auch eine lustige Erfahrung. Was ich heute mitgebracht habe, ist auf Englisch, aber ich werde es auf Deutsch erzählen, weil ich hier im deutschen Slot gelandet bin zum Thema Future Skills. Und zwar arbeiten wir im Team Next Education zum Beispiel an dem Projekt, was Jörn gerade vorgestellt hat. Wir arbeiten auch an anderen Initiativen, zum Beispiel im europäischen Kontext. Und da möchte ich heute auch einen Kompetenzrahmen vorstellen. Da geht es um Lehrende. Teaching Tomorrow, a Competence Framework for Future Teachers and Trainers at the Workplace. Was wir hier schon sehen, es geht um natürlich um Lehrende, also da haben wir die Perspektive. Und es geht um the Workplace, also um arbeitsnahe, praxisnahe Kontexte. Genau, hier nochmal Next Education Research Group und das Ganze entsteht in einem europäischen Projekt, das sich da nennt Deal with Digital Work-Based Learning mit verschiedenen europäischen Partnern, zum Beispiel aus Spanien, Ungarn und Italien. Und da haben wir uns mit diesem Digital Work-Based Learning beschäftigt. Das ist so ein Begriff, den wir nutzen. Was daraus mitzunehmen ist, ist, wir gucken uns an, wie wir durch digitale Tools und Möglichkeiten Lernerfahrungen besser machen können, umsetzen können, ergänzen können oder eben auch nicht nutzen können, wenn das Sinn macht, um Lernerfahrung im Bereich des praxisnahen Lernens. Also zum Beispiel bei uns, wir sind eine duale Hochschule. Wie können Lernerfahrung, also wie können wir die Praxis zum Beispiel in die Theoriephase reinholen? Oder wie können wir zum Beispiel Sachen umsetzen, die wir, wo wir noch nicht selber zum Beispiel hinkommen können? Wie können wir Mobilität durch digitale Lösungen zum Beispiel umsetzen? Das heißt, wir befinden uns in so einem Feld, wo es um, ja, Digitalisierung und die Möglichkeiten darin geht, wo es um praxisnahe Lernkontexte geht, aber wo wir auch dadurch neue Lernmethoden erkunden und umsetzen wollen. Digital Work-Based Learning, da will ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber einfach, was kann das sein? Da geht es um Augmented Reality, Virtual Reality, Videos, um zum Beispiel Einblicke in Unternehmen zum Beispiel bekommen. Simulation, auch E-Portfolios können dazu gehören, deshalb auch anschlussfähig an das zuvor gehörte. Es gibt viele Potenziale und Herausforderungen im Bereich des Digital Work-Based Learning. Das eine ist, es kann zugänglicher sein, es kann aber auch
eine Herausforderung sein, digitales Lernen zum Beispiel zugänglich zu machen. Es kann Flexibilität, Kollaboration ermöglichen, aber eben auch nicht. Also wir haben Potenziale und Challenges, aber wir müssen Lernende und Lehrende vor allem befähigen, genau diese Potenziale zu heben und mit den Herausforderungen irgendwie umzugehen. Genau deshalb haben wir uns zusammengesetzt in diesem Projekt und in verschiedenen Workshops mit ganz vielen Lehrenden und TrainerInnen am Arbeitsplatz gesprochen. Was sind denn die Herausforderungen, die ihr habt und welche Kompetenzen braucht ihr eigentlich, um so etwas gut umsetzen zu können? Das heißt, wir haben verschiedene Tools kennengelernt und haben darüber gesprochen, was bräuchtet ihr eigentlich, was müsstet ihr eigentlich können, damit ihr das zum Beispiel in eure Lehrpraxis einbringt. Was dabei herausgekommen ist, ist ein Kompetenzrahmen, durch den ich jetzt einen höllischen, schnellen Ritt machen werde. Genau, also unsere Perspektive ist einfach, dass wir Lehrende und Praxisanleiterinnen in den Fokus nehmen und gucken, welche Kompetenzen benötigen sie, um solche Lernerfahrungen zu ermöglichen, und zwar die möglichst gut zu ermöglichen. Wir brauchen einen bestimmten Mindset mit Werten, mit Überzeugung und so weiter. Wir brauchen auch Future Competence oder Future Skills, die übergreifender sind und die uns auch helfen, gute Lernumgebung zu gestalten. Dann haben wir 6 Kernkompetenzen, und zwar, dass wir Lernerfahrungen kollaborativ gestalten und umsetzen, dass wir Inhalte, Netzwerke und so weiter schaffen, aber auch zusammenstellen und auch teilen. Also eine Kultur des Teilens steckt da auch drin. Workplace Teaching heißt, dass wir alles auch immer auf Praxisanwendungen hin abklopfen und das mitdenken. Collaboration und Networking, da haben wir einen ganz großen Fokus, dass all dies geschehen muss, indem wir auch Lehrende miteinander in Kontakt bringen und miteinander zum Austauschen bringen, um auch zum Beispiel Good Practices zu teilen und auch Spaß daran zu haben. Dann haben wir natürlich den Teil, wo es darum geht, welche Technologien stehen mir überhaupt zur Verfügung, wie kann ich sie nutzen und wie gehe ich damit um. Und auch eine ganz wichtige Kompetenz in diesem Rahmen ist die Reflexionskompetenz auf diese Lernerfahrungen bezogen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was den Kompetenzrahmen auszeichnet, dass es nicht darum geht, auf Teufel komm raus, digitale Tools und Techniken einzusetzen, sondern dass man auch immer reflektiert, inwiefern ist es denn auch sinnvoll, inwiefern trägt es auch dazu bei, dass meine Lernenden gute Lernerfahrungen haben und können wir dadurch vielleicht auch Lernerfahrungen nachhaltiger gestalten. Wichtiger Punkt. Diesen Framework kann man natürlich benutzen als Orientierung und Inspiration zur Selbsteinschätzung und natürlich, um in Diskussion zu kommen und um Lernanlässe zu schaffen für Lehrende. Und auch das gehen wir gerade an in diesem Projekt. Da verweise ich auch nochmal auf den Link digitalvbl.com. Da gibt es schon ein paar Online-Module zu allen Kompetenzen und wir an unserer Hochschule werden gerade auch mit verschiedenen Lehrenden ein Trainingsprogramm machen, wo man diese Kompetenzen nach und nach sich aneignen kann, beziehungsweise wo wir die ersten Schritte dazu gehen und Lehrende ermutigen möchten, Neues auszuprobieren, um gute Lernerfahrung zu schaffen. Ich bedanke mich und freue mich auf den nächsten inspirierenden Talk. Vielen Dank, Sibylle. Vielen herzlichen Dank. Wir haben unseren Talk auf Englisch vorbereitet, würden ihn aber, da wir uns in einem deutschen Slot befinden, auch auf Deutsch halten, außer es ist jemand hier, der kein Deutsch versteht. Okay, also bitte einfach melden, falls dem nicht der Fall ist, dann können wir gerne wieder auf Englisch umswitchen. Wir haben heute meine Kollegin Felicitas Kluger und ich ein Seminar mitgebracht, ein Seminarkonzept, das wir vorstellen wollen. Das Seminar heißt Zukunftsorientierte Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung und ist im Rahmen des Projekts High Rock an der TH Rosenheim entstanden. Felicitas und ich sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter und kommen aus dem Didaktikteam an der Hochschule. Wir haben in unserem Kurs, der insgesamt 30 Stunden umfasst, eine einsemestrige Begleitung der Studierenden und wir bekommen für diesen Kurs 3 ECTS-Punkte. Der Kurs läuft in einer Blockstruktur außerhalb der Kernlehrzeiten. Das heißt, wir treffen unsere Studierenden freitagnachmittags oder samstags und wir arbeiten zu zweit in dem Kurs. Es sind 2 Lehrende, die eben ihre unterschiedlichen Schwerpunkte mit einbringen und die Studierenden so optimal begleiten können. Warum gibt es diesen Kurs?
Future Skills sind für uns nicht nur irgendein Buzzword, das gerade modern ist, sondern es geht uns wirklich um die Studierenden, um ihre Individualität. Das heißt, wir haben uns bei der Konzeption des Kurses vor allem mit verschiedenen Kompetenzrahmen beschäftigt und haben uns angeschaut, wie wir Future Skills lehren können. Und dabei ist uns ganz wichtig geworden, dass wir nicht die einzelnen Kompetenzen abarbeiten, sondern die Studierenden mit ihren einzigartigen Fähigkeiten ins Zentrum stellen und wirklich individuell mit ihnen an ihrer Kompetenzentwicklung arbeiten, zum Beispiel durch den Einsatz eines E-Portfolios. In dem Kurs selber wollen wir die Studierenden dazu anreizen, die Future Skills mit ihrer eigenen Lernerbiografie zu vernetzen. Wir möchten, dass sie auf ihren Grundlagen aufbauen und ihre eigenen persönlichen Stärken noch einmal herausarbeiten, sich dessen bewusst werden, darüber reflektieren. Ursprünglich ist dieser Kurs entstanden für Tutorinnen und Tutoren. Da wollten wir einfach die Motivation der Studierenden steigern, sich als Tutor zu engagieren, gerade an einer technischen Hochschule, wo ja auch zum Beispiel viele Studierende in Werkstudententätigkeiten gehen, anstatt als Hilfskraft zu arbeiten oder als Tutor. Wir wollten auch die didaktische Qualität der Tutorien steigern, dadurch, dass wir eben nicht nur eine fachliche Unterstützung seitens der Professorinnen und Professoren haben, sondern auch über Lernmethoden und Lernstrategien den Studierenden etwas beibringen. Und natürlich wollten wir auch den Multiplikatoreneffekt nutzen, denn die Studierenden, die wir ausbilden, die in ein Tutorium gehen, können ihr Wissen und ihre Kompetenzen auch wieder nutzen, um diese Inhalte an andere Studierende weiter zu vermitteln. Wir haben hier jetzt eine Übersicht noch mitgebracht, eine Tabelle zu den Future Skills und einige Beispiele, welche didaktischen Methoden oder Inhalte wir verwenden. Wir haben hier uns bei den Kategorien an Cozio et al. Angelehnt und haben sogenannte Metakategorien definiert. Beispielsweise im Bereich Selbstmanagement gehen wir stark auf Inhalte aus der positiven Psychologie und der Organisationspsychologie ein, also intrinsische Motivation. Wir beschäftigen uns auch mit der Flow-Theorie und haben zum Beispiel auch Gameful Motivation als einen Inhalt in unserer Schulung. Da beschäftigen wir uns zum Beispiel mit einem Empamos-Fallbeispiel. Wer gestern im Key-Talk von Professor Dr. Thomas Freud war, kennt die Methode auch schon. Wir haben als zusätzliche Inhalte aber auch noch Themen wie Leadership, Lifelong Learning. Es geht bei uns auch um die Themen Ethik und ganz stark um Präsentations- und Kommunikationsskills. Felicitas, bist du da? Seid in der letzten Minute. Von daher, ja. Wenn ihr jetzt Felicitas was sagt, dann habt ihr so meine Stimme ist oder so. Wie? Bin ich zu verstehen? Ja. Genau. Ich würde jetzt die Tabelle hier überspringen und gleich weitermachen mit den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben aus dem Kurs. Was sich auf jeden Fall rentiert hat, war, ein persönliches Referenzschreiben auszustellen und damit auch zu werben. Da haben wir gemerkt, dass es die Teilnehmendenzahl nochmal deutlich erhöht hat. Außerdem sind wir davon abgekommen, dass wir eine Voraussetzung zur Teilnahme haben, dass die Studierenden gleichzeitig als Tutor arbeiten müssen. Jetzt ist es so, es ist optional, noch eine Tutorentätigkeit neben dem Kurs durchzuführen. Wir haben gemerkt, dass es wichtig ist und sehr gut angenommen wird, von den Studierenden mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und wir schließen uns unseren Vorrednerinnen an, dass das E-Portfolio tatsächlich eine sehr gute Art ist,
die Ergebnisse der Studierenden zu bewerten. Und es gibt ein Tool, was wir empfehlen können, um gerade diese Future Skills und deren Entwicklung an die persönlichen Bedürfnisse der Studierenden anzupassen. Das ist der Strength Development Index, der auch genannt SDI ist. Wer sich dafür interessiert, kann ich auf jeden Fall empfehlen, nochmal genauer zu recherchieren. Genau, unsere Evaluation hat gezeigt, dass der Kurs gut angenommen wurde und dass gerade das Future Skill des Präsentierens und der Kommunikation einen hohen Stellenwert bei den Studierenden angenommen hat. Genau, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf Diskussionen bei dem virtuellen Kaffeetisch und sind gerne auch per E-Mail erreichbar. Super, vielen Dank. Ich gebe das Wort weiter an Nadja. Ja, vielen Dank. Ich habe keine Präsentation zu teilen und würde auch ganz anders anfangen, nämlich damit, dass ich Sie mal bitten würde, so ungewöhnlich das jetzt erscheinen mag, einmal kurz die Augen zu schließen. Egal, wo Sie gerade sind und was Sie gerade machen, einmal kurz Augen schließen und einfach wahrnehmen, wo bin ich jetzt gerade? Wo bin ich gerade? Wie ist meine Körperhaltung? Wie atme ich gerade? Vielleicht einmal ganz bewusst ein- und ausatmen. Und dann die Augen öffnen und sich mal umschauen, wie sieht das bei Ihnen gerade aus, Ihr Arbeitsplatz, was ist vielleicht alles offen, wie sehen Sie die anderen Teilnehmenden, haben Sie ein Gefühl dafür, dass die präsent sind und wie abgelenkt bin ich, also bin ich ganz da oder bin ich nur so nebenbei hier und was macht das mit mir und mit meinem Verhältnis zu den anderen? Bevor Sie jetzt denken, ich bin komplett esoterisch abgebogen, will ich mal meine Problemstellung aus, ich glaube, relativ anschlussfähigen Perspektive darstellen. Und zwar, ChatGPT haben wahrscheinlich alle von Ihnen schon mal benutzt und haben Sie mal versucht, sich mit ChatGPT zu streiten? Das geht gar nicht. Denn wenn man das versucht, dann sagt ChatGPT, ich habe ein Zitat, meine Aufgabe ist es, dir zu helfen und konstruktiv zu sein. Und wenn man ganz explizit sagt, bitte widersprich mir, dann kommen so Formulierungen wie, manche würden argumentieren, dass Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn man ChatGPT nach der eigenen Meinung fragt, dann kommt wahrheitsgemäß, als KI habe ich keine eigenen Meinungen oder Gefühle. Und ich frage mich so ein bisschen, ob er das ist, dieser immer verfügbare Learning Buddy oder Teaching Companion, als der wird ja generative Sprach-KI hoffnungsvoll immer so gehandelt. Und wenn wir hier in dem Track Skills for the Future sind, ich glaube durchaus, dass da Potenziale der KI liegen in diesem Bereich. Aber ich möchte hier auch auf Risiko hinweisen, auf das auch der Deutsche Ethikrat in der Stellungnahme zur KI vom letzten Jahr aufmerksam gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie die gelesen haben. Nämlich, dass sich Bildung nicht nur in der kognitiven Vermittlung von Informationen erschöpft, sondern immer auch, und das wissen wir natürlich schon lange, affektive Dimensionen und soziale Kontakte einschließt. Das heißt, wenn ich Aneignungs- und Verstehensprozesse habe, dann ist ein personales Gegenüber unverzichtbar. Und ich frage mich so ein bisschen, was jetzt geschieht, wenn Lernende zunehmend mit einer Simulation eines sozialen Gegenübers konfrontiert sind. Also wenn Rückmeldungen und Hilfestellungen zunehmend an KI ausgelagert werden. Was passiert dann mit unserer Erwartung daran, wie Kommunikation ablaufen sollte und mit unserer Fähigkeit, uns auf andere einzulassen, Debatten zu führen, Kompromisse zu schließen? Also was wäre das so für ein Tale of Tomorrow? Ich habe hier leider keine Zeit, das näher auszuführen und komme gleich zu meiner These. Meine These ist, dass ich glaube, dass wir Präsenzzeiten, egal ob sie physisch präsent oder online präsent, wie hier gerade sind, dass wir diese Präsenzzeiten ganz bewusst als KI-freie Zonen auch nutzen sollten, um so etwas wie einem sozialen De-Skilling entgegenzuwirken. Und um in einer Kultur der Digitalität, in der wir uns ja befinden, einen erkenntnisstiftenden Dialog anzustoßen, glaube ich, können Ansätze und Methoden helfen, die den Fokus auf die Beziehung untereinander setzen. Ganz im Sinne von so einer Relationship-Rich Education, so heißt der Titel von einem Band von Peter Felten und Leo Lambert. Und
für so eine beziehungsreiche Bildung entwickle ich in Hamburg gerade eine Methodensammlung mit kurzen Interventionen und so didaktischen Impulsen. Die sind zum Beispiel achtsamkeitsbasiert. Es gibt Schreibübungen, Peer- und Gruppenmethoden und eben Tipps zur beziehungsreichen Begleitung von Studierenden. Denn ich denke, und da können wir uns gern drüber streiten, dass es in Zukunft einer noch bewussteren Gestaltung von sozialen Interaktionen in Präsenzsettings bedarf. Also noch bewusster als jetzt, wenn wir uns so eine humanzentrierte Bildung erhalten wollen. Und wer jetzt neugierig geworden ist, der findet ein paar Ideen in dem Collaboard, dessen Link ich in den Chat stelle und oder über den QR-Code hinter mir. Und ich würde mich selber eine Kontaktaufnahme und einen Austausch freuen. Vielen Dank und ich gebe weiter an meine Nachrednerin und Namensvetterin Nadja. Ja, danke schön. So. Kann man mich hören? Sehr gut. So. Dann lege ich direkt mal los. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir sprechen heute darüber, wie zukunftsorientierte Prüfungsformate im Werkstattformat entwickelt werden können. Wer sind wir? Das sind meine Kollegin Nadja Bajerski und ich vom Lehrenden Service Center an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Und was wir Ihnen heute vorstellen, ist im Rahmen des Projekts Curriculum Innovation Hub entstanden, was von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird. Warum solches Format? Also das entstand eigentlich daraus, dass uns immer wieder deutlich wurde, dass es ein sehr großes Interesse an Themen rund um Prüfen vorhanden ist und es eben auch zur aktuellen Prüfungskultur viele Fragen gibt. Also wie gestalten wir Prüfungen? Was prüfen wir überhaupt? Und auch den Lehrenden entgeht natürlich nicht, dass die Welt sich super schnell weiterentwickelt, sich rasant wandelt und dementsprechend sich auch der Kompetenzbedarf verändert, den Studierende haben und dass das natürlich letztendlich Implikationen auf Lehren und Prüfen an den Hochschulen hat. Genau, dabei haben wir natürlich irgendwie auch festgestellt, dass wir bestimmte Herausforderungen sehen. Es ist generell das Prüfungsthema generell relativ schwierig besetzt mit knappen zeitlichen und personellen Ressourcen und vor allen Dingen auch mit Blick auf, welche Kompetenzen können wir, wollen wir wie prüfen, einfach auch mit Unsicherheiten besetzt ist, aber es trotzdem immer großes Interesse und eine große Neugierde und Interesse am Austausch mit Kolleginnen und Kollegen da ist. Und deswegen haben wir überlegt, was können wir machen, was können wir anbieten, wie können wir unterstützen und haben uns quasi Ziele gesetzt, überhaupt für den Kompetenzwandel zu sensibilisieren, für den Wandel, der also damit verbundenen Wandel von Prüfungskultur, Ängste abzubauen und vor allen Dingen Zeit und Raum für einen Arbeitsprozess zu schaffen und diesen Prozess auch intensiv zu begleiten, in der Hoffnung, dass eine Expertinnen-Community entsteht, die dann Inspiration auch weitertragen kann. Genau. Im September letzten Jahres hat dann die LSC-Kompaktwerkstatt zukunftsorientiert prüfen stattgefunden. Um Ihnen jetzt auch einen besseren Eindruck noch zu vermitteln, wie das konkret ausgesehen hat, haben wir auch die Modulübersicht mitgebracht. Wie Sie sehen, sind es vier Module, die tatsächlich dann auch aufeinander aufbauen. Und auf der nächsten Folie sehen Sie dann noch ein bisschen mehr im Detail, wie die beiden Tage aussahen. Und wie wir das Ganze tatsächlich dann auch begleitet haben, sagt Ihnen jetzt noch Nadja Bajerski. Ja, wir haben verschiedene Methoden natürlich versucht, miteinander zu verbinden. Wir haben relativ viel Zeit tatsächlich, das sieht man vielleicht in diesem Ablaufplan noch mal kurz, damit verbracht, Berufsfelder zu erkunden und sozusagen die Skills, die wir oder die aus der Literatur kommt und von Expertinnen eingebracht wurde, zu erkunden und was für Implikationen das sozusagen für die eigenen Studiengänge und Berufsfelder der Studierenden hat. Und es ist sehr viel, da haben wir mit Lego gearbeitet, sehr viel Zeit in Reflexion und Feedback und Austausch geflossen.
Und die 2 Tage werden sozusagen auch begleitet von Teaching Analysis, Polls, Hospitationen und einer Art Working Out Loud Circle. Genau. Und sehr viel Zeit floss auch in diese Fokuszeit, wo wir Zeit für Transfer eingebaut haben. Dann haben wir in ganz kurz ein paar Fotos mitgebracht. Also wir haben versucht, einen Rahmen zu bauen, in dem sich alle Beteiligten besonders wohlfühlen. Es gab sehr viel Essen und Trinken und Gemütlichkeit. Und hier unten sehen Sie schon sozusagen diese ersten Ergebnisse, die die Studierenden, die Teilnehmenden, die Berufsfelder ihrer Studierenden gebaut haben. Wir hatten Kommunikationsdesign, Maschinenbau, Software Engineering, also ganz unterschiedliche Studiengänge tatsächlich dabei. Und hier sehen Sie einmal das, was die Teilnehmenden erarbeitet haben an unterschiedlichen Prüfungsformen, was für Herausforderungen da auf sie zukommen, wie sie es anwenden können und auch auf welche Skills es aus ihrer Sicht sozusagen einzahlt und wie man das miteinander kombinieren kann. Und genau. Dann übernehme ich nochmal. Also was können wir jetzt festhalten, nachdem wir das durchgeführt haben? Unserer Meinung nach lohnt sich das Format und der Aufwand auf jeden Fall. Es sind 2 sehr intensive Tage, die auch mit viel Vorbereitung natürlich einhergegangen sind. Aber da konnten die Lehrenden fokussiert an ihren Prüfungsthemen arbeiten, was leider nicht so gut funktioniert hat, was wir uns aber sehr wünschen. Wäre eben das mit der ExpertInnenrunde, was meine Kollegin schon angesprochen hat, dass eben die Teilnehmenden auch als MultiplikatorInnen fungieren können. Auf der nächsten Folie haben wir noch ein paar Eindrücke von den Teilnehmenden mitgebracht, die einfach zeigen, dass insbesondere der Austausch mit anderen und die Fokuszeit sehr gut ankamen, weil wir damit den Lehrenden eine Möglichkeit geschenkt haben, sich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und das war es eigentlich auch schon zu unserem zu unserer Prüfungswerkstatt. Und wir sind nachher auch noch für Fragen und Anmerkungen da. Dankeschön. Ja, damit geben wir weiter an die Roxana. Roxana, danke. Also kurz zu meiner Person. Mein Name ist Roxana Rybicka. Gleich werdet ihr eine wunderschöne Präsentation sehen und in den nächsten 5 Minuten, wenn ich die Präsentation finde, werde ich euch ein bisschen darüber erzählen, was es eigentlich heißt, zurück zu unseren Wurzeln zu gehen. Sprich, einfach weg von der Oberfläche der digitalen Medien und einfach zurück zu uns, Menschen und unseren Gedanken. Naja, fangen wir ganz einfach an. Ich denke, also ich bin. Was heißt das für unsere heutige Zeit? Das bedeutet eigentlich so viel, dass in der Zeit, wo alles eigentlich digital abläuft, wo die künstliche Intelligenz uns eigentlich als denkende Person ganz einfach ersetzen kann, indem wir ein paar Prompts reinschreiben in ChatGPT, bedeutet das Menschensein und auch die Tatsache, dass wir selbst als Menschen denken, eigentlich das, was wir in der Lehre auch in der Zukunft als Future Skills sehen werden. Naja, bevor ich ein bisschen drüber abrente, wie wichtig es eigentlich ist, kritisch zu denken, zeige ich euch erstmal ein paar Vorteile und auch natürlich Nachteile von digitalen Kompetenzen bzw. von digitalen Medien in der Lehre. Da ich selbst eigentlich aus dem Bereich wissenschaftliches Schreiben komme und auch Peer-Tutoring und auch digitale Lehre sowie auch Prompten und so weiter, habe ich mir ein bisschen Überlegungen gemacht, was bringt eigentlich uns die Anwendung von digitalen Medien in unserer Lehre. Naja, einerseits haben wir den großen Stichwort der Individualität. Das heißt, durch die digitale Lehre werden die Studierenden dazu ermutigt, nach eigenem Tempo und nach eigenen Bedürfnissen zu lernen. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, weiterzulernen, uns weiterzuentwickeln. Sei das durch Gamification von Inhalten oder auch durch neue und innovative Unterrichtsformen, wie zum Beispiel Blended Learning oder Flipped Classroom Principle. Natürlich wird auch die Kooperation und auch die Globalisierung durch die Digitalisierung gestärkt. Denn heutzutage können eigentlich alle Studierende oder auch alle Leute, die irgendwas lernen wollen, sich gemeinsam vernetzen, sei das durch verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel das, was wir heute machen, in hybrider Lehre oder auch in hybriden Konferenzen. Ja, und zu den Nachteilen in der Online-Lehre bzw. in der Digitalisierung der Lehre kann man einfach sagen, wie schon meine Vorredner das angedeutet haben, die Digitalisierung der Lehre bringt natürlich auch Nachteile. Einerseits gibt es immer weniger von den zwischenmenschlichen Komponenten, das heißt,
dass die Studierenden sich isoliert fühlen. Es wäre der Austausch mit den anderen Peer-Leuten. Die Nutzung von KI führt aber auch in der Regel dazu, dass die Studierenden relativ faul werden. Also aus meiner Erfahrung als Schreibberaterin kann ich sagen, es wird, nachdem ChatGPT quasi immer populär wird, dazu kommen, dass die Studierenden quasi nicht selbst drüber denken, was sie schreiben. Sie packen das einfach in ChatGPT rein. Und dann kommt es dazu, ja, die Arbeit wird ja quasi geschrieben und die ist aber nicht gut. Warum nicht? Weil ChatGPT denkt einfach nicht. ChatGPT generiert Sachen. Das heißt, dahinter gibt es eigentlich keine Person, es fehlt die menschliche Komponente. Alles, was dort abläuft, funktioniert einfach an Algorithmen und natürlich auch auf Wahrscheinlichkeitsbasis, was nicht mal besonders gut ist. Darüber hinaus haben wir auch die Problematik, dass die Qualität der digitalen Lerninhalte nicht mal eigentlich gut ist. Also es gibt verschiedene Lerninhalte, Internet ist breit und weit. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Studierenden bzw. die Lehrenden auch den Studierenden eine gewisse, sag ich mal schon, qualitative Materialien zur Verfügung stellen. Es soll ja den Menschen ermöglicht werden, dass die Lehre und auch die Materialien einen, sag ich mal, guten Faktor haben und auch die Selektivität bei diesen ist sehr wichtig. Darüber hinaus führen oft die digitalen Medien zu Ablenkungen bei Studierenden, sei dies durch verschiedene YouTube-Videos oder auch TikToks, die auch öfters während der Vorlesung benutzt werden, nebenbei. Und dadurch, dass wir halt in meiner Generation zumindest, aber auch in der Studierendengeneration heutzutage, ziemlich oft in den sozialen Medien sitzen, ist auch unsere Konzentration ein bisschen schlechter als bei anderen. Zusammenfassend, also die Hauptproblematik, die wir hier heutzutage haben, ist, dass wir quasi die benutzte Nutzung von digitalen Medien und Tools in der Lehre fördern wollen. Gleichzeitig wollen wir aber die Aufrechterhaltung von einem gewissen Lehrstand und wir wollen auch, dass die Studierenden bzw. die Leute, die von uns lernen, einen gewissen qualitativen Lernergebnisse mit sich bringen. Was wäre dafür eigentlich wichtig im Großen und Ganzen? Das Wichtigste für uns alle ist die Tatsache, dass wir quasi kritisch denken müssen. Man sollte eigentlich neben den ganzen digitalen Skills auch die kritische, also das kritische Denken fordern, damit die Studierenden sich immer wieder überlegen, was habe ich eigentlich für Medien, was wird da generiert? Man sollte eigentlich immer wieder hinterfragen, was man benutzt. Sei dies eine App zum digitalen Lernen, sei dies ChatGPT. Am Ende ist eigentlich der Mensch, der das Relevante darstellt. Und da meine Zeit langsam zu Ende ist, würde ich mich gerne für eure Aufmerksamkeit bedanken und bei weiteren Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren unter meiner E-Mail oder auch bei LinkedIn und ich bin auch bei den Stammtischen dabei. Vielen lieben Dank. Unsere letzte Rednerin ist schon unterwegs, Anna Petrus, genau, vielen Dank. Ja, hallo miteinander. Gleich geht's weiter mit meinem Talk. Ich hoffe, alle sehen die Slides. Wir sehen sie noch und links sehen wir die ganzen anderen Folien auch, also nicht präsentieren. Okay, aber falls du es wissen möchtest, dann ist eben auch nicht die Präsentation, sondern einfach die Folie und links alle anderen auch. Okay, dann versuche ich es gerade nochmal. Moment. Danke in dem Sinn, dass alle so lange durchgehalten haben. Bald ist ja auch Zeit wieder für die Mittagspause. Und in dem Sinn ist es doch schön, dass die Leute trotzdem da sind. Jetzt möchte es nicht mehr gezeigt werden. Tut mir leid. Sonst, was ich natürlich machen kann als Lösung, ist, dass ich auch einfach so rede und Sie die Slides dann runterladen können. Die habe ich vorbereitet einerseits im Download-Bereich und andererseits können Sie diese auch runterladen. Ich lege sie mal in den Chat, bevor ich einen letzten Versuch wage, da das Ganze zu teilen. Versuchen wir es mal hier. Jetzt passiert super. Was. Ja, super. Ist gut. Ist gut. Wunderbar. Dann funktioniert es doch einfach mit Adobe. Also,
scrollen wir nach vorne. Herzlichen Dank. Nochmals ganz kurz zu mir. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Ich bin Anna Petrus, Professorin für Datenmanagement an der Fachhochschule Graubünden. Und wie Sie sehen, sind viele Puzzleteilchen, Tetris, Lego, Klötzchen, die Forschungsdatenmanagement darstellen. Ich möchte euch ein bisschen darüber was erzählen, auch meine Erfahrung. Erfahrung des Unterrichtens von Forschungsdatenmanagement, einerseits bei Studierenden, andererseits auch bei Forschenden, mit eben der Erkenntnis dahinter, dass das eigentlich ein transferable skill ist und dass es auch erfahrungsgemäß wirklich sehr hilfreich war, dann auch für die vielen Forschenden, die dann eben nicht im akademischen Umfeld blieben, sondern rausgingen in die Wirtschaft, in die Gesellschaft und fanden, hey, eigentlich das, was ich da gelernt habe, in diesem Forschungsdatenmanagement, das konnte ich nachher auch in der Praxis in Firmen und so weiter anwenden. Sie sehen, meine Präsentation ist ebenfalls auf Englisch vorbereitet worden, aber ich werde auch da Deutsch sprechen, weil wir da eine deutschsprachige Gruppe sind. Also ganz kurz, um was geht es, wenn ich von Forschungsdatenmanagement spreche oder eben dieses Research Data Management? Sie werden das sehen in der Folie abgekürzt, das RDM, im deutschsprachigen Bereich auch FDM vielleicht. Ganz in Kürze hat es mal ein sehr guten Professor of Computational Chemistry gesagt in einem YouTube-Video. Es geht darum, eben finde, was du gemacht hast, auch Klammer vor vielen Jahren, und finde es in so einer Art, dass es auch für dich nützlich ist, dass du es weiterfinden kannst. Also wo habe ich mal, ich habe ja irgendwann mal was da gemacht oder geschrieben oder geforscht, manchmal auch eine Woche her, einen Monat her, und man weiß nicht mehr, wo die Sachen sind, oder? Und wenn man gutes Datenmanagement betreibt, jetzt natürlich auch als Forschender, natürlich auch als Studierende oder dann eben auch in der wirtschaftlichen Praxis, dann muss man eben diese Suche dann hoffentlich nicht machen. Und wieso ist das Ganze wichtig? Also eben, ich denke, das kennen wir alle, hoffentlich nicht mehr so häufig, aber vielleicht in unserer Studierendenphase, oder dass man dann irgendeinen Bericht schreiben muss und dann, ja, ich habe es jetzt fertig, und dann schicke ich mal Professorin oder Professor, die machen Korrekturen, dann macht man da auch wieder Korrekturen und geht es dann doch hin und her, und am Schluss hat man irgendeinen Final Revised Definitive Version von einem Dokument und man weiß gar nicht mehr, was stimmt jetzt nicht. Das heißt, Forschungsdatenmanagement, ein gutes Forschungsdatenmanagement führt einerseits dazu, dass man viel effizienter arbeitet. Dadurch spart man Zeit, die eben heutzutage eben auch Geld ist. Natürlich, wenn man weiß, wo die Daten sind, jetzt eben auch so Blickwinkel der Forschung, kann man auch viel einfacher die Daten dann auch publizieren, Resultate reproduzieren. Man kann sicherstellen, dass die Arbeit reproduzierbar ist, und somit macht man auch eine Basis für zukünftige Forschung offen. Und eben das Wichtige hier unten, das soll man auch nicht vergessen, Compliant with Policies by Funders and Institutions. Das heißt, Forschungsgeldgeber weltweit, eben ich spreche jetzt aus Schweizer Perspektive, in Deutschland ist es genauso, fordern auch ein gutes Datenmanagement, fordern auch Datenmanagementpläne, weil schlussendlich ist die Forschung durch Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger bezahlt oder die dann weiter ausgeschüttet wird. Das heißt, wenn man schon Geld in die Forschung reinsteckt, möchte man auch gute Resultate bekommen und eben auch Daten, die dann sinnvoll weitergegeben werden, auch Stichwort Open Science, und dabei hilft gutes Datenmanagement. Datenmanagement folgt aber auch dem Lebenszyklus der Forschung an sich. Sie kennen das alle, man stellt eine Hypothese auf und beschreibt dann eben eine Studie, wie man vorgehen möchte, macht eben dann die Forschung, sammelt Daten, analysiert diese und am Schluss werden die Resultate hoffentlich publiziert. Das heißt eben, dieser Zyklus von Forschungsdaten, aber auch Daten allgemein, ist recht generisch, ist eigentlich ziemlich unabhängig von den einzelnen Disziplinen selber, also ob man jetzt im Bereich Geistes- und Naturwissenschaften arbeitet oder ob man irgendwie spezifisch da ist. Also die Methoden, diese unterscheiden sich. Und entlang dieser einzelnen Schritte muss man verschiedene Methoden anwenden, die eben transferable skills ist. Also wenn man Forschung plant, muss man auch gut managen können. Wenn man Daten sammelt, muss man auch diese Forschungsmethoden kennen, Daten analysieren können, Resultate am Schluss publizieren, also writing skills, das Ganze kommunizieren muss man können, dann die Problematik der Versionierung, Backups und dann eben auch
Anna, es ist die Verbindung für mich zumindest abgebrochen. Kann jemand von den Referentinnen, von den anderen auch mal sagen, ob sie Anna auch nicht mehr hören? Ja, hören wir auch, ja. Okay, dann warte ich noch ganz kurz, ob Anna zurückkehrt. Es ist eine weite Verbindung von Graubünden nach Berlin. Ich kann das gut nachvollziehen, ich bin auch in der Schweiz. Aber es scheint abgebrochen. Okay. Ich zeige Ihnen jetzt einfach rasch die Folien, die sie hatte, damit Sie das auch, und Sie können sie ja nachher auch beziehen. Sehen Sie jetzt die Folien? Bei mir blinken die Folien. Okay, das ist ganz schlecht. Dann haben wir jetzt offenbar technisch ein Problem. Also, ich schlage vor, das ist jetzt ein unrühmlicher Schluss eigentlich in der Technik, aber dass wir trotzdem jetzt den Beitrag einfach so halt, wie er abgebrochen ist, aus technischen Gründen abgebrochen lassen. Im Nachhinein können Sie die Folien dann beziehen, wie alle anderen auch. Ich danke allen Rednerinnen und Rednern.